Da. Creeper. Hier längs, ne? Nein! So. Boah, das Schwert sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Da können wir noch Koppel abbauen für unser Haus. Das ist ja interessant. Machen wir das mal direkt. Ja, komm, machen wir direkt. Nehme ich mir hier so eine Schicht. Natürlich in Anwesenheit aller Monster. Nein! Nein! Leck mich doch! Das gibt's doch nicht. Da willst du gerade mal was abbauen. Kommt so eine scheiß Spinne daher. Mit ihrem Tanga. Hier machen wir einfach mal so ein Kuppelhaus. Für den Anfang dürfte es das ja tun. Das ist dann das Farminghaus. Alter! Ich hoffe mal nicht, dass das zu laut ist. Weil für die Nacht-Playlist ist das eigentlich nicht gerade. Hättest du nicht ein bisschen mehr abreißen können? Wenn du schon mal dabei bist. Ja, das war Absicht, dass ich den da gerade hab hochgehen lassen. Der Mond geht unter. Sehr schön. Hier füllen wir alles mit Erde auf. Das wird noch lustig. Deswegen mache ich hier überall den Stein raus, weil da eh Erde drüber kommt. Oh ja, das wird noch lustig. Lustig. So, dahinter. Zack, zack. Jetzt müssen noch alle gebrutzelt sein, außer die Creeper natürlich. Also übrigens, ich habe die Helligkeit komplett hochgedreht, damit ihr was seht nachts. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich sprengen soll. Geht schneller als abbauen und ist kein Cheaten, wenn man sich das Dynamit ehrlich zusammencraftet. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir ein bisschen mit Dynamit abbauen sollen oder ob ich es mit der Pickaxe machen soll. Eure Entscheidung, ich richte mich dann danach. Natürlich baue ich da nicht immer mit Dynamit ab, nur manchmal. Wie bei solchen Projekten zum Beispiel. So, jetzt haben wir 2x64, müsste reichen. So, jetzt gehen wir in die entgegengesetzte Richtung und nehmen die Kohle noch mit natürlich. Ist ja selbstredend. Ich vergesse doch keine Kohle. Also bitte. Hallo, Mr. Creeper. Ne, ich muss mal zurück, muss Workbenchen so machen. Ne, nicht unbedingt. Der hat mich natürlich direkt gesehen. Warte mal ganz kurz. Ich nutze den mal taktisch. Na, so taktisch war das jetzt auch wieder nicht. Ich habe schon mehr Taktik gesehen. Ist hier vielleicht noch irgendwo einer? Ja, den da unten im Wasser könnte ich vielleicht rauslocken. Wo ist denn der hin? Er ist verschwunden. Da ist ein Hund, aber ich habe keinen... Hallo, Mr. Pigman. Ich bräuchte mal was von Ihnen, und zwar ein bisschen Fleisch. Weil, wissen Sie, ich habe nicht vor, hier drauf zu gehen. Ja, ist verständlich, oder? Ey, da brauchen wir wirklich ständig, brauchen wir da Nachschub an Essen. Sonst geht das nicht. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Den Riesenbaum lasse ich mal stehen. Zack. 64, perfekt. Hallöle. Ich habe ein Ei gefunden. Jetzt habe ich wenigstens eins. Ah. So, da können wir da oben massig Erde abtragen. Oder trage ich den Hügel ab? Das trage ich auf jeden Fall ab. Ich stelle es mal daher. Eine Eisenschaufel kann ich mir leisten. Und dann natürlich noch eine Steinschaufel. Das müsste erstmal reichen fürs Erste. Geht schon flotter von der Hand, ne? Ich weiß, dass das, wie gesagt, jetzt nicht sonderlich spannend ist, aber da kann ich ja da nichts machen jetzt. Muss auch gemacht werden. Die Erde klatscht man an anderer Stelle wieder hin. Dann ist wieder gut. Ah, 64 und 11. Naja. Das kriegt man noch voll. Sieh an, habe ich da eine Höhle gefunden. Tatsächlich. Hallo? Oh. Ich lasse mich ja so leicht ablenken. Oh, da geht's tief runter. Ich lasse mich schon wieder ablenken, ne? Merkt das? Nee, gar nicht. Nehme ich mal aus der Höhle die Erde mit, da fällt es nicht so auf. Wenn wir sie der klauen. Ich hoffe, das ist kein Gravel. So, ruppen wir die mal raus. Mit Dynamit ging es schneller, aber... Pff. Das bisschen schafft man auch so. Plopp. So. Weg damit. Merke, nicht zu weit hoch, sonst sind wir gleich über der Oberfläche. So, da kriegen wir auf jeden Fall genug Erde, um uns da oben ein bisschen zurechtzumachen. So, die erste Schaufel ist weg. sollte erstmal genügen. Sofern wir hier überhaupt wieder rausfinden. Na, wenn nicht, grabe ich mir einfach nach oben. Nein, ich lasse mich jetzt nicht verführen. Nein. Ich gehe da wieder hoch. Oh, Kohle. Aber können wir uns merken, hier ist eine Höhle. Entschuldigung, bin gleich wieder da. So, das war jetzt wirklich nur eine ganz kleine Unterbrechung. Jetzt bin ich ja noch am Schreibtisch hängen geblieben. Jetzt rutscht mir mein Mikro davon. So. Ich habe schon gedacht, wo sind wir jetzt? Da habe ich irgendwo ein Loch gemacht. Wo war denn das? Egal. Manchmal hakt es ein bisschen bei der Gehbewegung. Hoppala. Okay, ich glaube, breiter mache ich es nicht erst einmal. Ah. Naja, vielleicht nach vorne noch ein bisschen. Ja, ich wollte doch nur so machen. Weißt du, wollte ich so cool rüberkommen. Genau so. Alter! Nein! Na, so geht's natürlich auch. Die Fläche dürfte jetzt eigentlich beinahe groß genug sein. So schon mal gar nicht, ne? Komm schon. So. Jetzt aber. Ja, jetzt dürfte es eigentlich... Na komm. Nein. Jetzt rutscht mir wieder mein Mikro davon. Wieso habe ich die ganzen Fackeln hier nur aufgestellt, ey? Meine Güte. Es wird Nacht. Mir egal, ich baue durch. Ich könnte mich natürlich auch in der Höhle einschließen, aber ich habe kein Bett dabei. Okay, die können wir erstmal wegnehmen. Ich würde gerne mal schauen. Jetzt haben wir so eine riesen Fläche. Ich möchte nur schauen, wie groß ich das jetzt vielleicht... Ah. Wo ist denn das jetzt hier? Hier, ne? Alter, das ist so riesig. Ich kann da gar nicht einschätzen. Fusch am Bau, hä? Ich kann da gar nicht einschätzen, wie und überhaupt. Ich würde sagen, von hier... bis hier... 1, 2, 3, komm. Mist! Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Auf dem 10. setze ich's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Geht eigentlich. Dann ist es jetzt nicht allzu groß, aber auch nicht allzu klein. Naja, nicht allzu groß ist gut. Mhm. So. Mal kurz was gucken. Ah. Komm, das machen wir mal schnell so. Eins nach hinten. Und eins nach vorne. Das wirkt vielleicht besser. Koppel alle. Boah, dafür brauchen wir so viel Koppel, ne? Komm schon. Dann mache ich vielleicht so eine Trennwand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist die Räume so ein bisschen unterteilt. Allerdings ist das mit der Tür dann scheiße. Nein. Verzieh dich. Bescheiden. Nein! Habe ich noch? Ja, eine Fuhr habe ich noch. Na. 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 Geh weg! Hau ab! Geh bloß weg! Alter, verzieht euch! Vollidiot! Kacke! Komm, ich bin eh gleich safe. Nein! Nein! Du Penner! Alter! Das darf doch nicht wahr sein! Jetzt nehme ich mir aber hier einiges mit, ey. Boah, dieser Penner! Ich schlafe erst noch mal eine Nacht drüber. Dann können die von mir aus brennen. Brennen können sie. Pass mal auf, ich flieg da mal schnell hin. Die können mich mal. Ich lasse doch nicht mein ganzes Zeug zurück. Nee. Boah, dieser Penner. Ja, kann passieren. Da läufst du aber schon ein Stück. Die ganzen XP. Wow, 5 Level. Na. Vielen Dank. Ab jetzt hasse ich Bogenschütz. Habe ich wieder alles. Ja, sehr schön. Wieso sind die alle fast kaputt? Natürlich kommt da Holz rein. Oh, man kommt gleich auf eine Mauer zu. Auf irgend so eine... Ne, komm, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Toll. Heute bricht doch wirklich alles auseinander. Haben wir noch eine Schaufel? Natürlich nicht. Wie soll's denn auch anders sein? Doch, haben wir. Natürlich haben wir noch eine Schaufel. Sehr schön. Boah, wenigstens das, ey. Gehen wir mal einmal im Kreis rum. Oder beziehungsweise mehrmals. Bis wir den Boden ausgehoben haben. Natürlich baue ich das Haus jetzt nicht schlagartig auf einmal aus. Das ist schon klar. Das wäre langweilig. Ich unternehme da schon noch ein bisschen was mit euch. Gut, ich habe auf laut. Ich dachte schon, ey. Ich laber hier wieder umsonst. Ich muss dann auch eigentlich noch ein bisschen GTA aufnehmen. Wo ich allerdings nicht weiß, wie ich weiterkommen soll. Naja, muss ich mich dann mal ein bisschen informieren. Nach der Folge auf jeden Fall ist Schluss für heute. Mal schauen, ob ich morgen aufnehme. Wenn nicht, dann halt übermorgen. Oder am Donnerstag. Da ist ja Feiertag. Und Freitag habe ich Brückentag. Das heißt, da habe ich genug Zeit zum Aufnehmen. Aber ich muss natürlich auch lernen. Ist ganz klar, ne? Das darf man nicht vernachlässigen. Vor allem, wenn man auf Probezeit ist. Ein halbes Jahr. Da ist das nämlich so, ne? Hört genau zu, Kinder. Da kriegt man, da schreibt man alles halbe Jahr, schreibt man da eine Probe. Und die Schaufel ist kaputt. Genau, wenn ich anfange zu labern. Das muss schon ein Zeichen sein, also bestimmt ein Omen. Ah, zum Glück haben wir Eisen. Und 4 Dings. Das ist ja ein Segen. Gut, jetzt geht das alles ein bisschen schneller. Also man schreibt pro Halbjahr eine Probe und wird halt abgefragt. Nach dem Zufallsprinzip jeden Tag 2 Leute. Ich kam bis jetzt noch nicht dran zu lernen und zum Glück zum Abfragen. Aber ich lerne heute wieder ein bisschen was. Wir müssen ein Gedicht machen bis morgen. Das kotzt mich ja jetzt schon an. Habe ich gleich gefragt, wo sind wir hier in der 4. Klasse? Ne, wir sind 10., falls es euch interessiert. In Würzburg in der Schule. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, jetzt haben wir es gleich geschafft. Und ja, dann müssen wir das Gedicht bis morgen lernen. Und das wird was, ey. Es hat zwar nur 6 Strophen, aber ich bin nicht gerade so der Gedichtlerntyp. Das Holz reicht doch hinten und vorne. Oh, doch. Naja, dürfte schon reichen. Ich guck mal, ob ich jetzt schleich oder wie ich es mache. Na, das war jetzt wohl nicht gerade die geistreichste Idee. Weg mit dir. Na, Mist. Wenn man zu früh loslegt, passiert das. So, jetzt aber. Was war das denn jetzt, bitteschön? Wird schon wieder dunkel, dann werde ich aber wahnsinnig. Das setzt Blöcke, obwohl ich gar nicht drück. Jetzt ernsthaft. Keine Verarsche. Ich sehe das ein bisschen kritisch, ob wir das noch schaffen. Also mit dem Holzanteil. Das wird natürlich wieder ein größeres Projekt gleich am Anfang. Was heißt wieder? Ich hatte noch gar kein großes Projekt. Ich muss daran denken, die Workbench da rauszunehmen. Hab ich noch Holz von Hütten? Nee, dabei. Ja, aber. Na, das Tropenholz brauche ich hier. Ist jetzt doof, ne? Vielleicht doch ein bisschen groß. Nee, eigentlich nicht so, ne? Kann man ja auch ein Schloss draus machen oder was auch immer, könnt ihr mir ja schreiben. Nee, ich hab da leider nichts mehr so im Angebot. Schade. Aber da kann ich da auch einfach ein paar Bäumchen ein bisschen kürzer machen und dann geht das schon. Da planschen fröhlich die Enten. Eier. Gut, ich habe 2 Eier. Endlich mal. Nein, Spaß. Ich bin so schlau. So. Kriegen wir auch gleich ein paar Setzlinge. Die können wir dann neben die Bude pflanzen. Die dürften auf jeden Fall reichen. Setzling! Da komme ich gleich nochmal runter. So, das dürfte jetzt auf jeden Fall reichen. So, machen wir es so, aber so geht's nicht wirklich schneller. Nur unpräziser. So, eins brauchen wir noch für die Workbench. Haben wir ja gut abgeschätzt, ne? Jetzt haben wir schon mal einen Boden drin. Die Sonne senkt sich. Habe ich Wolle dabei? Natürlich nicht. Ich würde vorschlagen, mal zurückzugehen. Ganz dezent. Bevor wir hier Besuch wieder kriegen, ne? Die setze ich mal dahin. Fuck, 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 fuck. Die senkt sich immer schneller. Wenigstens haben wir einen Kompass. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Nein, gleich spawnen die ersten. Mist. Geht weg! Ich kaufe nichts! Hallo? Gut. Bis jetzt ist alles ruhig. Ach, geil, wir sind da. Nein! Ich glaube, wir haben ihn erzürnt. Alter, ich will eine Perle. Da drüben ist ein Creeper. Was war das gerade? Ne. Schnauze, dich meine ich nicht. Scheiße. Ein Hund. Und ich habe keine Knochen mehr. Na toll. Hallo, kann ich dich vielleicht auch damit? Nee, nicht. Alter. Willst du mich verarschen? So. Jetzt muss ich mir neue Steaks holen wegen dir. Was ich aber mal vorschlagen könnte, wir könnten uns eine eigene Schweinezucht machen. Ich kann mir mit, naja, einer kleinen Hilfe einen Schweinespawner machen. Mit einer gewissen Tastenkombination. War jetzt sehr unauffällig, der Rülpser, genau, der Huster. Nein! Jetzt haben wir einen Knochen. Wie schon gesagt, ich hasse euch. Ich bräuchte vielleicht mal 2 Fische, aber erstmal gehe ich nach oben. Ich habe so das Gefühl, dass die Folge ein bisschen länger wird, aus irgendeinem Grund. Ja, warum wohl?